Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Edna bricht aus. Wir haben jetzt diesen Teil der Irrenanstalt, sag ich jetzt mal, schon mal erkundet und wollen jetzt hier schon mal und los geht's. Weitergehen. Weil hier gibt's ja offenbar noch mehr Sachen zu erkunden. Und vielleicht treffen wir mal auf Herrn Mantel, mit dem haben wir ja noch gar nicht geredet. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name? Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Okay. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser ist auch geil, wie Edna da hängt. In einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Jetzt stellt euch bitte alle mal vor, ihr kriegt ein Kind und wenn das erwachsen ist, sagt es euch, ich bin ein Gehrock. Ich bin kein Mensch mehr. Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Aha. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Im Keller? Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, hab ich leider vergessen. Und die anderen kennen wir ja so schon. Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Ach so, und er ist jetzt gewachsen, jetzt sagen Georg. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht, wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Okay, gibt es hier Motten? Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Okay. Fragen wir nochmal Poki. Die Berganstalt von Dr. Marcel verfügt über ein Wäscheliftsystem, das die Patienten benutzen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, hinter dem Rücken der Wächter. Das Wäscheliftsystem wird von Herrn Mantel bewohnt. Der wohnt in einem Regenschirm, in einem aufgespannten, den er mit dem nötigsten persönlichen Gegenständen wie Zahnbürsten und einem Wecker und so weiter ausgestattet hat. Und Herr Mantel hat so lange das Tageslicht nicht mehr gesehen, dass alle Farbpigmente aus ihm ausgelaufen sind. Der ganze Sachverhalt ist so krude und an den Haaren herbeigezogen, dass ich mich frage, warum mich nie jemand danach gefragt hat, was überhaupt alles für ein Quatsch ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wahrscheinlich sind einfach so viele bescheuerte Annahmen getroffen worden von mir hier an dieser Stelle, dass man einfach abschaltet und denkt so, ach egal, jetzt akzeptiere ich das auch noch. Und so kam es nie dazu, dass mich irgendjemand gefragt hat, ob es überhaupt sowas wie Wäscheliftsysteme gibt in alten Häusern. Wahrscheinlich nicht. Aber der Raum ist ein gutes Beispiel dafür, mit wie wenig Animationen man halt Bewegungsillusionen erzeugen kann. Wird tatsächlich nur immer eine Grafik im Hintergrund vorbeigeschoben. Eine nette Sache, die ich noch erzählen kann, ist, dass Jens Andresen, der den Herrn Mantel gesprochen hat, zu den Aufnahmen extra so ein falsches Gebiss mitgebracht hat. Falsche Zähne, damit, weil er mit dem Gebiss halt irgendwie so klang, als hätte er keine Zähne mehr. Tatsächlich hat er also zweimal 2 Zahnsätze im Mund und nicht keine Zähne. Jens hat die Zähne übrigens zu den Aufnahmen von Harveys Neue Augen wieder mitgebracht. Wahrscheinlich hatte er sie 3-4 Jahre lang nicht im Mund. Hoffen wir mal, dass er genügend Kuriga-Tabs hatte. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft.
während wir reden. Ich würde ihn gern mit Ketchup bespritzen. Da kommt er schon. Das mache ich das nächste Mal. Huch. Was nehmen wir denn jetzt? Ach, oh, ich hätte runtergehen müssen, ne? Na toll. Hihihi. Da kommt der nächste Ausgang. Ich möchte bitte... Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Sehr schön. Ich hätte da wohl runtergemusst. Na toll. Das wusste ich ja nicht. Ich war gerade am Ketchup suchen. Da kommt der nächste Ausgang. Das ist schön, dass du das sagst. Mädchen. Herr Mantel ist bestimmt jetzt sich und waschen. Und los geht's. Schon nicht da in der Waschküche oder so. Ich find's super. Da kommt der nächste Ausgang. Ja? Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Ha! Nein! Wir können da nicht hin. Was soll das denn? Da kommt der nächste Ausgang. Was ist das denn? Können wir hier... Das möchte ich nicht. Wie sieht die Auflösung ist sehr seltsam. Ich möchte... Lass mich jetzt bitte zum... Da unten und so hin. Da kommt der nächste Ausgang. Vielleicht müssen wir noch irgendwas machen, dass wir da hinkommen. Vielleicht können wir das... Das ist zu fest eingepackt. Vielleicht können wir das aber auch nehmen. Ich trage doch schon... Das ist zu fest... Ich möchte echt da unten hin. Und los geht's. Herr Mantel ist ja immer noch weg. Ist halt langweilig ohne den. Wie komme ich da jetzt kommt der nächste Ausgang. Ich würde gerne da runter, hallo. Ja, hier muss man einfach nochmal Alex' unglaubliche Leistung als Sprecher loben, bei dem ich halt irgendwie da vor Ort ich mir halt ja irgendwie alle Knochen gruseligen brechen. Texte mit der Waschmaschine im Studio und gesagt ja, habe, so, ja, da weiß würde nicht, ich mir ja alle mal, Knochen weiß, brechen. Ich versuche mal irgendwas in Richtung Klaus Kinski, der diese gruselige Waschmaschine interpretiert hat. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Das ist natürlich sich psychologisch da hier einfach mir erklärt, ja alle dass Knochen brechen. Die Waschmaschine als Symbol der Sauberkeit ich schön, dass sie gerade einfach da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Bild darstellt. Und, da würde ich mir auch, ja wenn alle sie Knochen die Waschmaschine brechen. Halt freundlich tut, in Wirklichkeit will sie halt kann nur Böses. Merkt, das spürt auch Edna. Jetzt kommt sie nochmal hier lang. Nein! Ich bin am Verzweifeln. Irgendwas ist mit der Waschmaschine jetzt. Ich habe gar nicht zugehört. Ich war die ganze Zeit da am Probieren. Da kommt der nächste Ausgang. Dass Edna da irgendwie... Oh. Wir haben Mantel aus dem Wäscheliftsystem verscheucht, aber es bringt uns ja nichts. Was haben wir denn hier nochmal alles? Ach ja, hier das haben wir. Haben wir überhaupt irgendwas Cooles gekriegt da? Ja, nicht wirklich, ne? Was wir tun müssen, damit wir hier rauskommen. Technik. Ich dachte eigentlich, wir hätten hier schon alles erledigt, aber da können wir nicht. Ha. Ich möchte doch noch mal hier lang. Vielleicht dann noch mal auf geht's. Da kommt der nächste Ausgang.
unendlich Möglichkeiten haben wir ja gerade gar nicht. Deshalb schauen wir einfach nochmal hier, ob vielleicht der Herr Mantel irgendwo ist. Oh, das war ja hier. Ich vergesse andauernd, was in welchem Raum ist. Herr Mantel ist auch nicht hier. Wir kommen hier absolut nicht weiter. Vielleicht haben wir noch irgendwas. Huch, die sind weg. Das ist mit Abstand das weicheste Bett, das ich je gesehen habe. Mir fallen zwar tausend Möglichkeiten ein, wie ich die einsetzen könnte, aber sie ist einfach zu sperrig, um sie die ganze Zeit mit mir herumzuschleppen. Ich hab eine Idee. Moti? Moti? Sie haben sich in Luft aufgelöst. Ich darf nicht meinen niederen Trieben nachgeben. Aha. Wir machen die jetzt einfach dreckig. Und dann kommt die ja auch in die Wäsche. Können wir vielleicht sogar noch... Ist natürlich gut, dass wir unseren Namen draufschreiben. Dann muss sie doch... Muss doch dann weggegeben werden. Erst einmal. Ich weiß ja nicht, wann das jetzt ausgelöst wird, dass die Decke weg ist. Ich hoffe einfach, dass das jetzt funktioniert und die dann gewaschen wird. Und dann einfach weg ist. Meine Hose da. Vielleicht müssen wir jetzt einfach losfahren und dann ist die Decke da. Kann ja sein. Und ansonsten los geht's. Kommen wir nochmal her und schauen nochmal nach. Auf geht's. Da kommt der nächste Ausgang. Hallo? Da kommt der nächste Ausgang. Es ist noch nicht da. Ist auch geil, wie sie da einfach nur hängt. Wunderbar. Sie könnte doch hier rüberspringen. Schade. Das hat noch nicht funktioniert. Wo sind überhaupt Hoti und Moti hingegangen? Das verstehe ich. Da kommt der nächste Ausgang. Also hier möchte ich ganz bestimmt nicht hin. Ach, das nimmt ja so viel Zeit in Anspruch mit diesem Wäschelift hier. Weil man einfach ewig hier hängt. Da kommt der nächste Ausgang. Juhu. Dann schauen wir nochmal, was hier geht. Hey, die Betten wurden ja gar nicht gemacht. Ich muss wohl härtere Geschütze auffahren. Im Bett darf man aber keine Chips essen. Okay, was können wir noch machen? Jetzt haben wir die Chips schon mal verwendet. Super, dass wir einfach alles kaputt machen können. Können wir noch mit der Gabel? Blong, alles drauf, schön. Damit verschwende ich nur wertvolle Überschussenergie. Das Bett ist so weich, das federt alles ab. Na gut. Mehr können wir dann wohl nicht machen. Ja, finde ich super. Ach, sogar noch Fußnägel hingelegt, wie lecker. Jetzt muss aber hier... Ich frage mich zwar, wie hier jetzt einer die Betten machen soll. Weil hier ist doch niemand. Aber man kann es ja mal probieren. Wenn wir es doch nur anzünden können. Naja. Und los geht's. Nochmal. Vielleicht wurden ja, bis wir dann da sind, die Betten gemacht. Sonst weiß ich gerade echt nicht weiter. Aber wir haben das Laken schön verschandelt. Sehr toll. Da kommt der nächste Ausgang.
Weder die. Ja, es liegt da. Juhu! Sehr schön. Nehmen. Was ist das für einer? Ach, das ist der mit der. Ach, der von Herrn Mantel. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Herr Mantel! Oh mein Gott! Das ist ja Herr Mantel! Heute ist nicht Waschtag. Er ist noch nicht sauber. Heute ist nicht Waschtag. Ich schalte mal in den Schleudergang. Super Idee. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Reden wir mit Herrn Mantel. Herr Mantel! Er hört mich nicht. Irgendwas war doch hier mit... Hallo, Edna. Gib mir die Topflappen und ich sorge dafür, dass sie wie neu sind. Was bitte ist denn der Vorteil von neuen Topflappen? Der alte Topflappen beleidigt mich mit seiner Fleckigkeit. Sagtest du was? Ich hab nicht zugehört. Was können wir denn jetzt alles hiermit benutzen? Captain Unbrauchbar. Das Cape von Captain Unbrauchbar ist rot. Sein Anzug ist weiß. Pass auf, Nützlich Boy! Sie dürfen nicht zusammen in die Waschmaschine. Ja, das wäre echt schlecht. Hey, ich bin keine Geschirrspülmaschine. Ha, als wenn es da einen Unterschied gäbe. Da fehlt das Bindeglied. Was riecht denn hier so? Oh, sorry. Das sind wohl die Reste vom Stinkdrink zwischen meinen Zähnen. Bäh. Soll ich dich reinigen? Vielleicht später? Ja, Poki hat recht, die Waschmaschine ist echt ein bisschen gruselig. Hallo, Edna. Soll ich den Hörer für dich abputzen? Da sind überall Bakterien drauf. Überall Bakterien. Na und? An meinen Händen sind auch Bakterien. Und die putze ich mir ja auch nicht ab. Na dann, macht ja Sinn, ne? Ja, nimm es weg, nimm es weg! Du brauchst keine Angst zu haben, das ist bloß Senf. Böser Senf, böser Hobbit, macht böse Flecken. Auf einmal wird die Waschmaschine zu Gollum, ist doch cool. Achso, das ist ja eine Geschirrspülmaschine, kommt dann wahrscheinlich wieder. Nicht zum Schlürfen im Topf. Huch, oh, ich hab das kombiniert, das wollte ich gar nicht. Hallo Edna. Dein Spuckröhrchen ist ganz verseiert. Ich helfe dir gerne, es zu reinigen. Vielleicht später. Boah, Harvey. Diese Waschmaschine, mit der ich mich da gerade unterhalten habe, ist voll Psycho. Stecken wir sie lieber in Brand. Sobald wir Feuer gefunden haben, kleiner Kumpel. Okay, machen wir. Aber das ist das tolle Laken. Voll super. Gut, dass die da lag. Sonst hätte ich mir wohl etliche Knochen gebrochen. Können wir die nehmen? Nee, nein, ich will vielleicht nochmal Wäschelift fahren. Oh ja, und dann Autoscooter. Hier sind wieder Wäschesäcke. Wir können hier hoch. Und dann können wir raus. Schauen wir mal, was wir... Ach, herrje. 1, 2, 3 mögliche Ausgänge. Oder halt Weitergänge, wie auch immer. Eieieiei. Pinnwand, die sehen wir uns nachher. Nur der obligatorische Bringt eure Löffel zurück in die Mensa-Aushang. Ich habe das Gefühl, in diesem Irrenhaus gibt es keinen einzigen Löffel. Was ist denn mit den ganzen Löffeln? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Was hast du dir dabei gedacht, Poki? Ich brauche keine Pinnwand. So funktioniert das nicht. Doch. Die Pinnwand ist ein Forum für das geschriebene Wort. Ach so. Ich will nichts veröffentlichen. Dann würde ich sagen, machen wir eine Pause und wir hören uns dann im nächsten Part Let's Play Edna bricht aus wieder. Bis dann.